herzlich willkommen in meiner verrückten Welt. Ja, heute wird's ein bisschen verrückt, denn bei mir gibt's heute ein veganes Met. Ich weiß nicht, warum man gewisse Dinge immer den Namen geben muss, den es normal hat, um es dann vegan oder fleischlos zu machen. Ich bin der Meinung, wer sich fleischlos oder vegetarisch ernähren möchte, der kann das auch tun, ohne dass sein Met veganes Met heißt oder das Schnitzel veganes Schnitzel heißt, aber naja gut, das kann jeder für sich selbst wissen. Wie komme ich zum veganen Met? Es liegt daran, meine Kollegin, die ernährt sich fleischlos Richtung vegan und der habe ich eigentlich das Rezept geschickt, die hat auch einen Thermomix und der habe ich das geschickt und die hat sich abends hingestellt und hat es dann gemacht, hat es über Nacht durchziehen lassen, hat es am nächsten Tag mit auf die Arbeit gebracht und wollte, dass ich das probiere. Und ich habe es probiert. Und ich muss euch sagen, ich bin sowas von fasziniert und begeistert von diesem Met, dass ich mir gedacht habe, ich muss das unbedingt verfilmen. Ja, es kommt geschmacklich zu 95% ein richtiges Met dran. Ja, es ist von der Konsistenz fast wie Met. Und wenn man es nicht wirklich weiß, dann merkt man es nicht gleich. Ich habe das wirklich, das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, das war mir zu wenig gewürzt. Ich weiß das aber, ich würze alles grundsätzlich immer mal stärker bei Thermomix-Rezepten oder bei Cookie-Doo-Rezepten. Deswegen war es für mich oder ist es für mich nicht außergewöhnlich. Aber das macht ihr bitte, wie ihr das möchtet. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr das nachmachen wollt, macht es nach Normalgewürz und ergänzt dann. Nachwürzen kann man immer, weil Geschmäcker sind doch verschieden. Ich lese euch aber jetzt mal vor, was ihr dafür braucht. Ihr braucht 120 Gramm Zwiebeln halbiert und etwas mehr zum Garnieren. Dann braucht ihr 100 Gramm Reiswaffeln geviertelt, 300 Gramm eiskaltes Wasser, 30 Gramm Tomatenmark, 30 Gramm Öl, ein Viertel Teelöffel Knoblauch, ein Viertel Teelöffel Paprika della Vera, das ist dieser geräucherte Paprika. Dann braucht ihr ein Teelöffel Gemüsebrühe, ein Teelöffel Salz und dann noch ein halber Teelöffel Pfeffer. Wie gesagt, ich schreibe nachher in die Infobox rein, wie ich es für mich abgeändert habe von den Gewürzen. Aber bitte glaubt mir, es ist ein ganz, ganz leckeres Rezept, sonst würde ich es nicht verfilmen. Und ich bin überzeugt davon, euch schmeckt das auch. Ich habe mir schon alles hergerichtet, werde mich jetzt schon mal soweit vorbereiten und dann geht's gleich los. Also, Kochvorgang starten. Jetzt möchte er die 120 Gramm Zwiebeln halbiert, die habe ich mir schon vorbereitet. Die geben wir in den Mixtopf. Und das Ganze wird dann 5 Sekunden auf der Stufe 5 zerkleinert. Die zerkleinerten Zwiebeln sollen wir dann bitte umfüllen. Dann möchte die 100 Gramm Reiswaffeln, die sollen geviertelt werden. Ich habe mir die schon mal geviertelt. Ich habe diese Bio-Reiswaffeln, schaut mal, ich habe mir die geholt, da sind immer 100 Gramm drin. Die möchte ich jetzt haben. Also 100 Gramm Reiswaffeln. Den Mixtopfdeckel schließen und das Ganze auch 7 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern. So, das Ganze wird dann mit dem Spatel nach unten geschoben. Da gibt es nicht viel zu schieben. Sieht jetzt erstmal aus wie Popcorn.
So, dann mischte er die zerkleinerten Zwiebeln. Die kommen wieder zurück in den Mixtopf. Dann 300 Gramm eiskaltes Wasser. Gramm Tomatenmark. Gramm Öl. Und die Gewürze. Wie gesagt, ich habe mir alles schon gerichtet und in mein Gefäß. Ich habe alles ein bisschen stärker gewürzt. Also wenn da steht ein halber Teelöffel Salz, nehme ich vorne gleich mal einen ganzen. Aber wie gesagt, ich schreibe es euch alles in die Infobox. So, dann wird der Mixtopfdeckel wieder aufgesetzt und das Ganze wird dann 20 Sekunden auf der Stufe 3 vermengt. So, das Ganze wird dann nochmal gegebenenfalls nochmal mit dem Spatel vermischen. Dann den Mixtopfdeckel nochmal aufsetzen und dann nochmal 1 Minute und 30 Sekunden auf der Teigknetstufe verknetet. Mein Mett ist nun fertig. Ich habe es gleich umgefüllt in ein Schälchen, habe ein bisschen Petersilie drauf. Schaut es euch an. Es sieht total lecker aus. Das muss jetzt noch eine Stunde durchziehen, dann kann man es essen. Noch besser schmeckt es, wenn man es über Nacht über den Kühlschrank ziehen lässt. Ja, was soll ich sagen? Ich würde mich total freuen, wenn es der ein oder andere mal ausprobieren würde. Es lohnt sich wirklich. Es ist wirklich ganz, ganz lecker. Ja, schreibt es mir doch mal in die Kommentare, ob es jemand probiert hat und vor allem, wie es euch dann geschmeckt hat. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.